Willkommen bei Benny und Steve. Mein Name ist Steve und wir spielen heute The Windows Are Gone für euch. Und wir starten rein ins Spiel. In my dreams, I see this town. Entschuldigung, das Haus. Das Haus. Holding up? You know, taking it one day at a time. How was the funeral? I wish I couldn't have been there for you. I didn't go. Couldn't do it. I understand. Should have understood too. You know that, right? Right. And what about your new house? It's a Mariana, right? Quite a long way from home. Yeah, I'm on my way there right now, actually. I'll text you once I get there. Alright, be careful of the road. Love you. So, und wir sind anscheinend... Okay. So, okay, das ist schon besser. Okay, wir sind mit unserem Umzugswagen anscheinend in Mariana bei unserem neuen rosa Haus angekommen. Von dem wir jede Nacht träumen. Seit dem Vorfall, dem Unfall. So, okay, inspect and grab. Okay, alles klar. This box has upstairs guest bedroom written on it. Okay, alles klar. Warte mal, okay, wir können ja schon mal eine Kiste mitnehmen, weil wir werden sie bestimmt reintragen müssen. Grab, wir grabben sie. Cool, alles klar. So, press tab to pick up your phone. So, stell das mal kurz hier hin. Bueno, Alter. Bueno, schön. Nokia, wunderbar, was ist das? 3410? Okay. Von Mom an uns. Alright, be careful on the road, love you. Und wir schreiben zurück. Hey, I'm just arrived at the house. I move the boxes inside and we'll text you later. So, haben wir denn Schlüssel? Ja, wunderbar. Okay. Okay, jetzt sieht die... Muss ich jetzt alle Furznasi ans Handy gehen? Das nervt mich. Nervt mich. Thank you, letting me know. Careful not to hurt your back with the boxes. Ja, alles klar, das wird mir den Rücken nicht wehtun mit den Boxen. So, hier haben wir, wir schauen mal kurz. Press M to pick up the map of the house. Ah, okay, alles klar. Front porch, wunderbar. Living room. Down bedroom, downstairs office, alles klar. Oh, Moment. Na, sag mal. Und das ist die zweite Etage. Master Bedroom, Bathroom, okay. Storage, Bedroom, okay. Es ist ein ziemlich großes Haus. Schön. Ich würde mal sagen, ich bringe mal die Kisten erstmal alle rein.
Wie, und dann verteilen wir sie vorne aus dem Flur raus. So, okay, das ist jetzt der letzte Karton, den tragen wir jetzt hier vorne rein. Und dann haben wir alles im Haus. Schön, wunderbar. Zack, so, jetzt machen wir erstmal die Tür zu hier. So. Home, sweet home. So, was haben wir hier? Eine Videokassette. A VHS Tape, labeled Tape 1, My Family. I could probably take this to the VHS player and play it. Ja, na, dann gerne. Na, grab. So, hier vorne ist ein Fernseher. Haben wir da? Oh ja, da unten ist ein... Oh, geht. Okay, gut, das Tape wird quasi vorgelesen, irgendwie. As the tape starts playing, I see a middle-aged man. Als das Band abgespielt wird, sehe ich einen Mann mittleren Alters, der die Kamera bedient. Mir wird schnell klar, dass sich der Mann in demselben Haus befindet wie ich. Er lächelt, als er sich von der Kamera entfernt und sich zu seiner Familie anschließt, die man im Hintergrund herumspielen sieht. Ich frage mich, ob sie die Vorbesitzer dieses Hauses sind. Seine Frau und seine Kinder scheinen eine tolle Zeit zu haben. Sie lachen und rennen herum. Es gibt einen Moment, in dem die Frau hinter den Ehemann tritt und ihre Arme um ihn legt. Beide lächeln und schauen kurz in die Kamera. Es ist wirklich schön. Ich kann jedoch nicht anders, als das Gefühl zu haben, dass da etwas nicht stimmt. Es ist, als gäbe es eine unterschwellige Spannung, ein Gefühl des Unbehagens, das schwer zu beschreiben ist. Vielleicht liegt es nur an mir, aber ich habe das Gefühl, dass die Dinge nicht so perfekt sind, wie sie auf den ersten Blick erscheinen. Es fühlt sich an, als wäre das hier dargestellte Glück ein trügerischer Köder, der mich dazu verleitet, um in ihn hineinzubeißen und mich in seinen tatsächlichen Absichten zu überwältigen. Es steht dem Mann ins Gesicht geschrieben. Es ist, als würde er versuchen, etwas hinter seinem Lächeln zu verbergen. Das Band endet, als eins der Kinder stolpert und zu Boden fällt. Während sich die Mutter um den weinenden Jungen kümmert, verschwindet das unaufrichtige Lächeln des Vaters schließlich, als er sich der Kamera nähert, um sie auszuschalten. Sobald er jedoch direkt vor dem Bild steht, überkommt mich ein unheimliches Gefühl der Aufdringlichkeit, als hätte er mich dabei erwischt, wie ich sein Privatleben ausspioniere. Das Band endet. Es ist ein seltsames Gefühl, diese Aufnahmen aus dem Leben eines anderen zu sehen. Ich kann nicht anders, als mich zu fragen, was mit ihm passiert ist und wo sie jetzt sind. Sind sie schon vor langer Zeit weggezogen? Sind sie noch zusammen? Es ist, als würde ich in eine Welt blicken, die nicht meine ist. Eine Welt, die gleichzeitig vertraut und fremd ist. Ja, ist doch komisch, dass diese Tape hier liegen geblieben ist, ne? Achso, okay, wir schauen mal ganz kurz. Okay, gut, die Kiste für das Wohnzimmer haben wir schon richtig positioniert und wer hielt mir jetzt hier schon wieder mit so einer SMS auf der Ketten? It's Mom. Okay. Everything's good? Yeah, all good. Found the weird VHS tape. I think it's from the old owners of the house. So, okay. Ah, jetzt habe ich noch, wie nervig diese Zeit war damals und dann immer 40 Cent für so eine WhatsApp oder für eine SMS. Did you watch it? What's in it? I was expecting you lecturing me not to do that. But yes, I did. Saw some weird stuff. So. Alter! Mach es aus! Mach es lautlos, bitte! Wir sind ja nicht mehr gewohnt. Oh, ja. Der kostet alle Geld hier auf so einer sinnlosen SMS zu schreiben. This box is upstairs guest bedroom. Okay, wir können ja erstmal gucken. Warte mal, wir schauen uns mal um. So, was haben wir denn hier? Aha, ist aber schön grün, mein lieber Herr, wie sang's Verein. Also, und braune Armaturen hier. Wunderbar, schön. Aber ein BD haben sie. Ja, farblich haben sie in die Vollen gegriffen. So, was aber eine schöne Dusche. Schöne Dusche, kann man nicht anders sagen. Aber so Dusche direkt an der Tür vorne ist auch blöd. Ich meine, klar, am Fenster auch nicht so geil, aber wozu dieser riesen Duschraum hier hinten? Naja, egal. Wer mir liegt, dass ich richte. So, was haben wir hier vorne? Oh, hier haben wir die Küche.
Schön. Also schön ist definitiv anders, aber das Platzdeckchen. Über den Herd. Ach, großartig. Oh, und hier haben wir den Hof. Mit so einem schönen... Ja, ich kann es nicht anders sagen. Mauerzaun, Alter. Das ist ja so richtig... Das ist doch kein normaler Gartenzaun. Das ist doch irgendwie ein Grenzzaun oder irgend so was. Das ist doch... Also, wer macht... Warum? Wieso? Dass er doch mal wirklich mal irgendwie so einen Gartenarchitekt mal aufgeben kann. Oder einfach nur ein Baumarktmitarbeiter sein können. Mach mal nicht. Naja. So, okay. Gut, wir schauen mal weiter. In Menü. So, hier. Ah, hier geht's in den Keller runter. Warte mal, kurz mal geschaut. The basement was locked. I wonder if the key is somewhere around the house. Around? Alter, so mintgrün, Alter. This room is locked from some reason. I wonder if the key is somewhere around the house. Ja, okay, alles klar. Hier sind noch ein paar Türen wirklich verschlossen. Ist natürlich blöd, wenn wir der Eigentümer sind und den Schlüssel nicht haben. So, das sieht mir aus wie Office. Und wir können auch schon wieder Schubladen aufmachen. Das ist ja schon wieder ein Traum. Aber vielleicht finden wir so den Schlüssel. So, hier ist er auf jeden Fall schon mal nicht. Aber auch kommt so irgendwie mehr vorbei. Egal. So, wir können mal gucken. Haben wir denn eine Kiste für The Office? Inspect. Upstairs. Living Room. Okay, die steht wahrscheinlich schon richtig. Upstairs. Downstairs Office. Das nehmen wir mal mit. Das bringen wir mal gleich ins Office. So. Ach so, ein toller Teppich. So richtig so 70er, 80er Jahre Hotel irgendwie. So, kann ich den nicht aufstellen? Dann stellen wir hier hin. So. Okay, man hört tatsächlich so. Dann wird er wahrscheinlich auf der Map. Jawohl, da ist jetzt auch ein abgehaktet. Umzugskartönchen. Perfekt. So, was haben wir hier? Kitchen. Na bitte. Die Küche haben wir auch schon gefunden. Hin damit. So, okay, wunderbar. Stellen wir mal hier hin. Ah, es wird uns auch quittiert. Downstairs Bathroom. So, Downstairs Bathroom haben wir auch schon gefunden. Das war dieser wunderbar quietschegrüne. Siehst du wohl? Pff, in eine Dusche. Einfach in eine Dusche gestellt. So, und der Rest ist alles wahrscheinlich upstairs, ne? Upstairs Main Hall. Okay, das dürfte ja, wenn wir jetzt die Treppe hochgehen, gleich hier vorne sein, die Main Hall, oder? So, und dann schauen wir uns mal ein bisschen um. Hier oben. So, perfekt, so. Ja, sieht gut aus. Okay, was haben wir hier? Oh, das sieht mir nach Master Bedroom aus. Oh, Alter. Das ist die gleiche Farbe, alles so Ton in Ton. Mann. Also wirklich, Leute, macht doch sowas nicht. Okay. Ah, quälend, langsam öffnen sich die Schubladen. So, ich hoffe natürlich, dass ich hier irgendwo einen Schlüssel finde. Nee. Für den Keller oder die Tür da unten? Auch nicht. Wie sieht's hier aus? So, mal einfach mal Schränke aufmachen und ein bisschen auslüften, ist ja auch mal wichtig. So, was haben wir hier? Nö. Und. Nope. So, auch nichts. Okay, gut, dann schauen wir uns mal weiter um. Was haben wir hier vorne? Ah, das sieht mir wie der Storage Room aus. Oh, das sind aber auch wirklich, das sind so eine richtige Mochtregale, so eine Baumarktregale für 19 Euro. Irgendwie, da darfst du noch nicht mal ein paar Schuhe hinstellen, ohne dass das Ding irgendwie den schiefen Turm von Pisa macht. Ganz fürchterlich, die Dinger. Okay, wir gehen mal weiter. Was haben wir hier? Ah, sieht mir nach einem Gäste- oder Kinderzimmer aus. Und hier... Es ist das mintgrüne Bad. Schön. Aber wenigstens eine breite Wanne. So, okay, alles klar. Gut. Dann holen wir mal ein paar Kartons hoch. Der war schon weg. So, upstairs Storage. Greifen wir uns. So.
weiter geht's. Also mit Karton ist er wirklich nicht besonders schnell. Kann man nicht anders sagen. Ist wirklich, ist gediegen. Ist entspannt. So. Okay. Oh. Da ist jemand an der Tür. Dann schauen wir mal. Oh, was bist du denn? Bist du Männlein oder Weiblein? Sieht aus wie ein Oompa-Loompa, ein Groß, Alter. Okay, na gut, hallo. Hello there, you must be your now neighbor, a new. Ja, das bin ich und ich denke, das bin ich. Lebst du in der Nähe? Ich mach mal das. I do, yes. A couple of kilometers that way, she points to her right hand side. My husband and I. Ah, das ist anscheinend eine Frau. Vielleicht. She paused and for a few seconds. I live there. Okay, alles klar. Gut, unser Nachbar. Also, schön. Und wir sagen nichts. Welcome, welcome. Mariana's a wonderful town. Lovely people. Ja, kannst du mir etwas über die Stadt erzählen? Du siehst mir irgendwie bekannt. Also, kommst mir bekannt vor. Kennen wir uns? Und kann ich dir mit irgendwas helfen, Ma'am? Kann ich dir mit irgendwas helfen, Ma'am? Das ist aber auch schön. Okay, dann erzähl mir nochmal über die wunderschöne Mariana-Stadt hier. Well, Mariana's quite a little town, but it's full of beauty. Oh yes, make sure you visit the Araucarius Park when you have a chance. Beautiful trees there. Naja, ich mal sehen. Also people here are known for their friendliness. That being said, I hope you understand that we take pride of our traditions. Please don't embarrass us with your differences. She smiled. Ja, das ist ja wunderbar. Ja, du siehst mir sehr bekannt aus. Irgendwie, können wir uns? Oh, I'm not sure. Maybe it's what they say. Small world and all in and all in any case. We know each other now. Don't we? Ja, das ist ja wahrscheinlich nicht eine... Das ist keine konkrete Antwort, junge Dame. Okay. Well, I couldn't help but notice that the house has been purchased. And that the new owners would be here today. So I baked something special as a welcoming gift. Oh, was gebacken. Das ist ja eine klassische Tradition. Sieht man sehr häufig auch im Fernsehen bei den Amis irgendwie, dass sie erstmal mit irgendwas rüberkommen. So Bananenbrot oder so ein Quatsch. Was hast du denn gebacken? Okay, it's very kind of you. Oh, thank you. It's very kind of you. You didn't have to. And you got here pretty quickly, huh? Ist eigentlich, ne? Bin ja so ein misstrauischer Typ. So, ja, das ist aber wirklich sehr, sehr nett von dir. Das hättest du nicht machen müssen. I think you're gonna love it. I left it on your kitchen counter. Wat, Alter? Du bleibst mal hier draußen. Wait, excuse me? Die will hier gleich in mein Haus? You got inside the house? Ja, sie war auch schon im Haus. Wie bitte? Don't worry, my dear. I know this house inside and out. You know this house? Warum? Warum kennst du mein Haus? Na, wahrscheinlich von den Vormietern, aber trotzdem hast du ihn nicht einfach hinzulaufen. Spinnst du? So, na denn, you know this house? This house has a lot of history. It's a very unique one. In a way, I think you know it too. Every corner and every shadow seems familiar to you, doesn't it? In any case, you'll get familiar with it soon enough. Ja, okay. Gut, dann können wir noch... Alrighty then. Now, do me a favor, my dear. And try some of the pastry I made for you, will you? I'm sure you'll love it. Okay, please stall here, it's time, alright? She notes and smile. Und wir verlassen mal die Konversation. Tschüsschen. Psycho-Tante, Alter. Oh nein, wir können jetzt die Kisten nicht mehr anfassen. Okay, wir müssen anscheinend jetzt wirklich erstmal in die Küche und die Häschen Kekse fressen, oder was? Oh. Ja, da haben wir sie. Ah, weiß ich nicht. Ist doch... Also, ich weiß nicht.
A plate of grostoli made by the neighbor. I'm not sure if I shouldn't eat this, but the smell's irresistible. Irresistible. So rum. Irresistible. Ja, also ich sag mal so, wenn jetzt, da kommt, du ziehst irgendwo hin. Ja, dann kommt der Nachbar vorbei und sagt, hier, gib mal erst Kekse, erst ein Bananenbrot. Bitte. Ja, ist ja, grundsätzlich ist das ja eine sehr, sehr nette Geste. Dennoch würde ich Post wenden mit diesem Teller erstmal. Ich würde es nicht essen. Kann ja alle drin sein. Ne? Also, A, weißt du, wie die Küche bei denen aussieht? Ne? Ohne ihn einfach zu unterstellen. Aber die können auch voll Drogen sein. Drogen, sag ich. Also, zast haben wir so drin. Komm, los. Also, ihr fresst den ganzen Teller gleich auf. Ihr kennt das, isst man eh einen Keks, isst man alle, macht auch keinen Sinn. So, kann ich jetzt mal hier weg, weiter auspacken. So, schön, jetzt soll ich die Kekse hier fressen. So, mal gucken, ob die alte weg ist. Ey, wenn die da jetzt immer noch steht. Was war, wird los? Oh, Brief da gelassen. This note just say, welcome home. I assume it came from the lady. But where did she go? Ja, das ist mir eigentlich egal, ob sie ist weg. As I unload the boxes into my new house, I couldn't help but be reminded of a toll the trip to Mariana had taken on me. That combined with this odd encounter with a neighbor made me realize I was exhausted. I decided I'd be wise to take a quick nap in the master bedroom. Besides, I was curious to test the comfort of my new bed. Oh, so ein Ding, könnte ich nicht. Und wie ziehst du irgendwo hin, dass das Bett an die Matratze schon drin? Und du weißt, die ist nicht neu. Ja, Hotel, geht man natürlich halt immer davon aus, irgendwie, dass da Reinigungsstandards und einfach Hygienestandards da sind. Ja, ich so selber sage, höchst schon förmlich hat Lachen. Aber ich weiß nicht so, also so sie brauchte Matratze, da bin ich raus. So, den Wagen kann ich nicht zumachen, der muss leider so offen stehen bleiben. Tut mir leid. So, okay, den Brief können wir auch einfach hier so liegen lassen, den können wir nur lesen. Ja, so sind wir. Auf unserer Veranda bleibt die Post einfach liegen. So, gut, dann nehmen wir mal hoch ins Master Bedroom und nappen mal ein bisschen. Kleiner Powernap. So, das wird's ja wohl sein. Na denn, lay down, nachti nachti. War eine anstrengende Fahrt. Gute Nacht. This time, I didn't dream about this house. Probably because I was finally here. Now, this time I had a different dream. Haben wir die Steuerung? Ja, wir haben die Steuerung. Hey! Hey, look at my wife. Okay, my wife and I were in a hurry to the hospital. She was clearly in a lot of pain. Ja, sie ist in freudiger Erwartung. Oh Gott, wo sind wir? So, wir sprechen mal mit ihr. I find myself in my car, quickly driving my wife to the hospital. Her water have just broken. Okay, ihr Fruchtwasser ist schon gekommen. Okay, honey, are you gonna be okay? Eine beschissene Frage in der Situation. Yes, just avoid any bumps, roads, please. She gives off a nervous laugh. Have you called your mother? No, I forget. Can you call her once we get there, please? Ja, na klar, ruf ich's an, wenn wir da sind. Yes, of course. Thank you, and please remember the highway's blocked. Now, please hurry. I will. Hold on tight. So, dann fahren wir... Was? Oh, warum? Warum? Was passiert? Oh mein Gott, what is going on? Jessica! Was ist denn hier? Was passiert denn hier für eine Scheiße?
Hui, Alter, was für ein Traum. Da würde ich doch lieber wieder vom Haus träumen. Was ist denn das da bitte für ein Traum gewesen, ey? Also, ich glaube, wir haben unsere Frau verloren. Irgendwie. Die Frage ist jetzt bei einem Autounfall eventuell auf dem Weg zum Krankenhaus. God, was a horrible nightmare. That dripping noise, I heard that while I was asleep. Where is it coming from? Na, bis auf wieder irgend so ein blöder Wasserhahn hier. Nee, von hier kommt's nicht. Also man hört's von unten, man kann es relativ gut lokalisieren sogar. Hier, ne? Oder, oh nein, oder kommt's aus dem Keller? Die Tür ist offen. Warum ist denn jetzt die Tür offen? Ah, das ist eine Videokassette. Oh, warte mal, ist das. Stopp mal, das ist doch die Tür, in die wir nicht reinkommen, ne? Okay. Stufe war zu hoch. Ja, das ist auf jeden Fall, das tropft aus dem Zimmer, wo wir nicht reinkommen. Das ist ja toll. So, warte mal. Ich will mal kurz erstmal die Pfütze hier mir angucken. Oh, great. There's a leak on the ceiling. I guess that's what I get for buying an old house. Ja, das passiert halt, aber ich hoffe nicht, dass das irgendwie, ich hoffe, dass das Wasser ist. I get a weird feeling about this throat. I can't quite explain it. Maybe it's the constant noise. Maybe it's the water itself. I don't know. I just can't shake this old feeling I have when thinking about it. Okay, was ist, hat er ein Problem mit Wasser oder was? But I see to it tomorrow. I just can't be bothered right now. Yeah, gotta go back to bed. Ja, okay, also er will sich da morgen drum kümmern irgendwie. Er hat ein ganz komisches Gefühl, wenn er das anguckt und er weiß nicht, woher das kommt. So, Tape. Oh nein, wir können es nicht aufnehmen. Okay, das heißt, wir müssen uns erstmal hinlegen, weil wir sind zu schwach, uns jetzt eine Videokassette anzugucken. Und vielleicht kommen wir danach wieder runter in den Keller und können es uns danach anschauen. Wir müssen weiter nappen. So. Lay down. So, hoffentlich kommt jetzt hier nicht nochmal wieder so ein Albtraum. Der war ja fürchterlich. Also. Der war ja schon nicht gut. Oder wie Benny sagen würde. Immer gar nicht mal so gut. So, ich würde jetzt bitte aufstehen wollen und weiter auspacken. Wir wollen mal ankommen, Alter. Kann denn sein, dass wir hier erstmal ankommen und erstmal schlafen gehen? Ackern, ackern, ackern. So, okay. So, ich würde mir jetzt der Tape Mountain erstmal angucken. Good morning, son. Your mom told me you arrived at Moriah yesterday. How's it going? Ja, Dad. Hey, Dad. Well, you know. Das schreibst du jetzt als Antwort? Mann, kann man sich so sparen, Alter. I know, I'm sorry. And how's the new house? Is it all you were hoping for? Naja. It's okay, I was bringing the boxes inside yesterday and got tired. I'll get back to doing that right now. Okay, ja, also am Anfang stand ja schon, haben wir schon die SMS gelesen, irgendwie, ob wir bei der Beerdigung waren. Also okay, die Beerdigung wird von unserer Frau gewesen sein, von Jessica, würde ich mal denken. Und ja, okay, also wir sind anscheinend umgezogen nach dem Tod von Jessica in dieses wunderschöne Haus. So. Also ich denke mal, das ist jetzt erstmal der Ist-Stand. So, okay, jetzt können wir uns auch wieder grabben. Was sagt's denn? Okay, das ist Tape 2, The Incident. Na toll. Das ist ja toll. Der Unfall. Schön. Oder der Vorfall. So, dann mach mal rein, der Tape.
Das Band zeigt diesen Mann, von dem ich annehme, dass er der Vorbesitzer dieses Hauses war, wie er im Keller arbeitet, während die Kamera auf einer Theke steht und auf ihn gerichtet ist. Er scheint allein im Haus zu sein, obwohl ich seine Kinder gerade noch im Hinterhof spielen hören kann. Das Band ist leicht beschädigt, aber ich kann das meiste erkennen, was passiert. Für ein paar Sekunden steht er einfach schweigend da, als würde er gespannt seine ersten Worte vor der Kamera einstudieren. Als er endlich zu sprechen beginnt, überkommt mich plötzlich ein Unbehagen und ich zittere leicht. Auch der Mann wirkt unruhig und verstört. Seine Worte gemessen und zögernd erwecken den Eindruck, dass er versucht, ein Gefühl zu beschreiben, das er nicht vollständig ertragen kann. Er spricht von einem Gefühl, einer bevorstehenden Katastrophe, von einem schrecklichen Ereignis, das seine Familie seiner Meinung nach bald widerfahren wird. Er ist immer weniger kohärent, bis er von seinen eigenen Gefühlen überwältigt wird und versehentlich das Werkzeug, das er benutzt hat, auf den Boden fallen lässt. Er fängt an zu weinen und hält sich dabei sorgfältig den Mund zu, damit ihn niemand bemerkt. Er erwähnt, dass das schreckliche Ereignis seine Schuld sein wird. Wenn ich ihn beobachte, kann ich nicht anders als das Gefühl zu haben, dass seine Worte irgendwie an mich gerichtet sind. Es ist, als wüsste er, dass ich hier bin und mir das ansehe und versucht, mit mir zu kommunizieren. Die Art und Weise, wie er über die Ereignisse spricht, ist, als ob sie bereits geschehen wären. Aber warum tut er das dann? Warum unternimmt er nichts, um dies zu verhindern? Und welchen Sinn haben diese Bänder? Ja, okay. Was soll ich sagen? Der Mann unten ging es nicht gut. Irgendwie hat ein Tape von sich selbst im Keller gemacht. Und man könnte sagen, es wirkte so, als wenn er direkt mit mir jetzt hier gerade spricht. Dem, der sich das Tape anguckt. Und es war ihm nicht möglich, einen schrecklichen Unfall zu verhindern. So, okay. Lange Rede, kurzer Sinn. Master Bedroom. Wir machen jetzt mal weiter. Wir müssen mal irgendwann hier mal ankommen. Hör mal, muss ja mal irgendwann wohnlich werden hier. In der Butze. Haben wir auch eine Matratze bei in einem dieser kleinen Kartons? Das wäre schön. So, Master Bathroom. So. Dann packen wir dich mal hier oben erstmal hin. Und weiter geht's. Das tropft immer noch ganz schön, wa? Wir gucken uns das mal kurz an. Oh, ist mehr geworden. It seems to have gotten a bit worse overnight. I'll definitely have to call someone to see this later. Man, this constant noise will make me go insane. Ja, jetzt ist halt so eine Truppe, da ist halt wirklich irgendwann die Decke hoch. Das ist halt wirklich echt nervig. Naja, gut. Dann lenken wir uns mit Arbeit ab. Diese letzte Stufe ist immer ziemlich groß. Wir kommen nicht dran vorbei. So. Upstairs. Guest Bathroom. Okay. Alles klar. Machen wir. Das wird ein schönes Haus und ich kaufe mir dann erstmal gleich ein bisschen Farbe. So, Bathroom war das, ne? So. Das ist alles ganz schön eng hier. So. Master Bedroom. Okay. Gut, noch 3 Kisten und dann haben wir eigentlich alles in den Räumen. Und dann mal schauen, wie es weitergeht. Wahrscheinlich kriegen wir eine sinnlose SMS. So. Okay. Master Bedroom. Und dann machen wir mal hier hin. So. Die Treppen runtergerannt. Wunderbar. So, was haben wir hier? Living Room. Achso, haben wir schon. Perfekt. Dann die letzte Box. Upstairs. Guest Bedroom. Perfekt. So. Okay. Das packen wir jetzt noch in das Gästezimmer und dann haben wir's. Yeah! So. Beastens. As I was bringing in the boxes, I couldn't help but repentantly ask myself what I was actually doing here. I acted an impulse when I bought this house.
but the vivid and recurrent dreams I had after the incident plagued my mind and keep haunting me until I finally gave in. It's like I didn't have a choice. Yeah. Maybe it's the desperation to start fresh or the need to escape the memories of that dreadful night. But here I was, in this unfamiliar place, with no one but myself. For a moment, I questioned my sanity, so I took a deep breath, letting the musty smell of this old house fill my lungs, and with a sense of determination, I whispered to myself, I'm here now, and I have to make the most of it. Still, I feel like I needed to turn this into my new house, so I set out to unpack all the boxes and decorate the place. What? Nicht dein Ernst, ich soll jetzt alle Boxen auspacken? Ach komm, Alter. You can now open the boxes, decorate the house and you'll... Oh. Mm. Nein. Ach, na gut, okay, dann fangen wir mal schnell an. So, Klamotten. Schnell eingeräumt. Klingt übereinander stapeln? Nein. Geht natürlich nicht. Wieso geht das nicht? Warum kann ich das hier nicht hinlegen? So, na gut. Was ist das hier? Bettwäsche? Ja. Kann ich das hier mal gleich... Ja, das ist sehr schön. Wunderbar. Perfekt. Ein Kissen. Ganz schön, schön große Box. Für zwei so eine fette Kissen. So. Zap, da, 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 da. Schauen wir mal, wie das jetzt hier... Na, vielleicht wird es ja doch ganz witzig, das alles auszupacken. So, okay, warte mal. Schaut jetzt in die richtige Richtung. So, bestens. Und hier haben wir noch ein schönes Bild. So über Bett. Dafür ist das so mickrig, ey. Nee, das mich nicht über Bett hängen. Das sieht so albern aus. So, komm mal hier. Das, oh Gott, sieht lächerlich aus. Na. Na komm, wir hauen uns jetzt hier hin. Aus Ende im Gelände. So, und jetzt ist, ne? Noch eins. Okay, cool. That's it. Okay, alles klar. Haben wir das? Was haben wir denn hier? Ein Badvorleger. So, der kommt mal hier hin. So, okay. Zwei Papuschen. Sehr schön. Würde ich gerne auflegen. Eigentlich würde ich die so schön vor die Dusche stellen. Ist doch viel besser. So, der Wäschekorb. Na, das hat mir jetzt halt gerade schön verbaut hier alles. Ja, neben Klo sieht aber auch scheiße aus. Na, dann machen wir was anders. So. So ist schon ein bisschen besser. Zack! Was ist das? Medizin. Mhm, und wir haben noch ein bisschen Zahnpasta. Wunderbar. Noch ein paar Handtücher. Nicht jetzt. Ich dekoriere. So. Und noch ein blöder Mülleimer. Alter, was... So, okay, that's it. That's it. Perfekt. So, wählt mir hier auf den Pinsel. Brother-in-law, okay, alles klar, mein Anwalt. Hey man, how are you doing? Geht dich ein Scheiß an. Hey, a bit overwhelmed, honestly. Bitte kein Dialog. Ich möchte jetzt keinen Dialog mit dir führen. So, und schauen wir hier mal hin. So, ein Fotoalbum. Hm, na, das ist ja... Kann ich das hinstellen? Ich möchte das hinstellen. Sieht viel cooler aus. So, ein Bild.
Kann ich die oben aufstellen? Nein. Vielleicht ein bisschen eindrehen. Ganz nett aus. So. Ist da was? Nehmen wir mal die Kiste hier rüber, ansonsten löscht man sich ja hier in Wolf. Ist ja fürchterlich. So, shabum shabam. Was hat denn eine Skulptur? Mhm. Okay, dann stellen wir die mal hier hin. Der Tisch sieht aber auch lächerlich aus, irgendwie. Naja. Was soll's? So, was haben wir noch? Noch ein Bild. Schön, hier ins Bilderclub mal alle mal hier hin. Bücher. Mann, Alter, Nee. Ist doch Quatsch. Okay, muss man erstmal kurz hier mal die Schränke aufmachen. So, Frage ist jetzt für mich natürlich. Wo kriegt denn diese tollen Bücher hin? Was ist denn das für ein blöder Scheiß? Okay, gut, dann müssen wir tatsächlich mal die Bilder woanders hinstellen. Das macht doch keinen Sinn. So, Bücherrinne, Pumps. Hammer. Gucken wir erstmal, was hier noch drin ist. Noch ein Bild. Ja. Bitteschön. So total, total sinnfrei positioniert. Schön. So, und Foto, man kann es ja noch nicht mal hier oben drin liegen. Was ist denn los? Was ist denn hier los? So, bitteschön. Okay, haben wir auch. Kann man den Karton auch wegmachen? Der muss doch da jetzt da nicht rumstehen. So, die Toolbox. So, allerdings können wir das hier ein bisschen schön einrichten. So. Bügeleisen als Iron klingt ja auch schön. Okay, so, packen wir mal hier hin. Putzmittel. Mhm. Okay, Putzmittel machen wir mal dahin. Haben wir schön viel Platz hier. Und noch ein Bucket. So, that's it. Nein. Der Staubsauger. Stellen wir mal hier hin. Ist ja nicht so im Weg stehen. Zack. That's it. Oh, es klingelt an der Tür. Ist bestimmt schon eine verschwuppte Nachbarin. Ja, es ist doch ihr Theme, was da läuft. Was war das? Was war das gerade für eine Sphäre? Das war ganz. Das. Alter, was ist denn los jetzt hier? Warte mal. This note just say welcome home. I issue it come from the lady, but. Achso, ja, okay, das hat man vorhin schon. Was war denn das jetzt bitte gerade? So, close bitte. Listen to static. The TV turned itself on and I can just about make out a sound over the static. Na, dann komm closer. Is that someone crying? Na, ich möchte damit nicht interacten. Achso, ich hab mal einfach ausgemacht. Okay. Cool. Das ist gut. So, was... was ist denn das hier? Tape 3. Rumble. Na bitte. Cool. Hey, ich hab ein Video ausgeliehen. Schön. Ich freue mich. Als das Band abzuspielen beginnt, ist die Szene vor mir verwirrend und äußerst beunruhigend. Der Mann aus dem vorherigen Bändern steht an einem Ort, der nicht identifiziert werden kann. Er scheint in der Dunkelheit zu schweben, umgeben von unzähligen langen roten Streifen, die sich, soweit das Auge reicht, erschrecken, wie Adern, die auf geheimnisvolle Weise von oben hervortreten und ebenso unerklärlicherweise unter ihm verschwinden. Seltsamerweise spüre ich, wie sie über den Fernsehbildschirm hinaus auf meine Brust pulsieren und
mich mit den gleichen Gefühlen ersticken, die auch der Mann zu empfinden scheint. In dieser erdrückenden Dunkelheit spüre ich unerklärlicherweise die Verzweiflung, die Schuld und das Bedauern des Mannes. Doch ich kann mich nicht dazu durchringen, das Band anzuhalten und schaue es mir weiter an. Die Kamera wackelt und ruckelt und scheint manchmal irgendwie ein Teil des Körpers des Mannes zu sein. Sein Verhalten macht mir Angst. Seine Worte sind fragmentiert und bilden kaum zusammenhängende Sätze. In den kurzen Momenten, in denen ich sein Gesicht sehe, liegt ein tiefer Schmerz in seinen Augen, als würde er eine überwältigende Last auf seinen Schultern tragen. Er stammelt voller Bedauern und ruft nach seiner Familie, doch an diesem Ort ist er ganz allein. Ich habe das Gefühl, dass seine Familie nicht mehr erreichbar ist und er gibt sich selbst die Schuld daran. Es ist ein eindringlicher Anblick und ich kann fühlen, wie sein Schmerz durch den Bildschirm sickert und in meinem eigenen Wesen widerhallt, als ob wir irgendwie das Bewusstsein teilen. Inmitten seiner eigenen Aufregung öffnet sich sein Mund weit, bereit, seine Qualen freien Lauf zu lassen. Doch bevor er es tun kann, endet das Band abrupt. Ich fühle mich von der Intensität dessen, was ich gerade gesehen habe, gebrochen und schäme mich fast, mein eigenes Spiegelbild auf dem Bildschirm zu betrachten. Und dennoch habe ich das Gefühl, dass dies irgendwie nötig war. What was that noise? I think it came from the basement. Okay, so, was ist, wer, mein Brother-in-Law hat wieder geschrieben hier, mein Anwalt. Was ist, warum ist mir so auf Pinsel, Alter? Yeah, same here. She was an incredible person. My sister love you, man. Ach du Scheiße, Alter. Okay, das ist ja nicht mein Anwalt, sondern das ist quasi mein Schwager. Das ist der Bruder meiner Frau. This is Franco from your auto insurance. I must inform you that your car has been declared a total loss. Na, ist ja toll. Who's this? So, jetzt ist aber auch hier mal jetzt hier. Gut, wie mein Kellerin, da kam gerade so ein Knacken her. Hallo? Was ist hier los? Was ist das denn, Alter? Was ist das denn? Oh God, what is happening here? This is terrible. This leak is quickly disorientating and the ceiling. What? Deteriorating the ceiling. I feel like I have to do something or will be collapsed soon, but... Ja, was willst du da machen, Alter? I can barely look at this thing. It's making me lightheaded and nauseous. Nauseous. Was heißt denn nauseous? Schreib's mal in die Kommentare. It's frustrating thought. I know I need to take care of it, but I feel so repulsing that all I can do is ignore it. God, I hate looking at it. Boah, was ein Pansen, Alter. Was ist denn da los? Komm ich da nicht irgendwie rein? Die Tür ist offen. Die Tür ist jetzt offen. Oh, das ist eine Box! Oh, baby clothes. Painting. Oh nein. Oh nein, nein, nein. Okay, also er ist natürlich mit unserer Frau, haben wir auch unser Baby verloren. Oder ich weiß nicht, ist die Frau bei der Geburt gestorben? Kann auch sein. Ah, verdammt. Scheiße. Okay, wo ist die Tür hin? Wo ist die Tür hin? Und die Küchentür ist auch weg.
Okay, okay. Cool. Voll cool. Ne, ich pack jetzt hier nicht weiter aus. Leute, was ist los? Was? Geht doch nicht. Geht doch nicht. Und hier sind noch die Fenster weg. Oh nee, Leute. Hier sind auch die Fenster weg. Über sind die Fenster und die Türen weg. Ach du Scheiße. Okay, es scheint sich jetzt hier oben gerade ein bisschen zu beruhigen. Okay, ich gehe nochmal kurz runter in den Keller. Oh, ich meine, nö, mach mich auf. Nö, 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 mach auf. Ja. Und wir wurden aufgebloppt. Das ist ja schön. Okay, oh je. Ah, okay, wir sind in dem gleichen Raum, was gerade in dem Video beschrieben wurde. Was ist das? Ist das der Mann, von dem Video die Rede war, oder? Ah, wir können die Person nicht erreichen. Ganz langsam. Oder ist das unsere Sister Jessica? Ja, das ist eine Frau. Hallo? Jessica? Alter, was für ein verstörender Scheiß ist das denn? Was ist denn das bitte? Who's this? It's all your fault. Oh, Mom, echt? What? Schreibt uns denn unsere Mutter hier? Ist alles unsere Schuld? Such a disappointment. Why are you saying this? Oh, so, und jetzt ist auf jeden Fall hier keine... Das ist kein schönes Haus mehr. Das ist nicht mehr schön jetzt hier. Das ist nicht mehr hübsch. Und irgendwie steht jetzt alles irgendwie auf dem Kopf. So, die Hälfte der Einrichtung. Was ist das? Eine Lampe oder was wäre ja auch echt toll. Okay, wir gehen mal weiter. So, hier oben. Oh, okay, oben kommen wir nicht mehr hin. Weep. Dann gehen wir mal Richtung Office, wenn das überhaupt noch der Weg zum Office ist. Nein, ist es nicht mehr. Oh Gott. Oh, bitte nicht. Oh, bitte nicht. Can't fathom what I'm seeing. There's an extremely repulsing slime forming from the leak in the ceiling. It gives off a horrible stench that makes me nauseous. Lightheaded and disorientated. Looks alive. Oh, what wächst denn da jetzt?
Was wächst denn da jetzt? Ha! Es sind... Was ist denn los denn bitte? Alter! Ist das Jessica? Oh, möchte ich nicht. Möchte ich nicht. Nein, möchte ich nicht. Jesse, Baby? Ist nicht cool, dass du da rumkriegst. Komm da runter. Ich hab gerade hier frisch renoviert. Möchte jetzt nicht, dass du hier irgendwie die Wände schmutzig machst. Das wäre total schau. Verdammte Axt, Alter. Oh, da hinten hängt sie. Oh, da hinten hängt sie. Oh, wie so eine Spinne im Netz. Okay, Tape Nummer 4. Die Geburt. So, Schnuppi, wir wollten ja mal ein Video abmachen. Ich würde jetzt einfach... wo haben wir denn? Da hinten ist der Rekorder. Ich würde einfach das Tape hier reinschieben. Ja, denn wir machen uns ein bisschen... Wir machen es gemütlich. Mit ein bisschen Popcorn. Oh, sie ist jemand hinter mir. Oh. Als das Band abgespielt wird, vertiefe ich mich sofort in ein albtraumhaftes, verzerrtes Abbild der gequälten Psyche des Mannes. Die Szene ist eine Ansammlung fragmentierter Bilder, unzusammenhängender Geräusche und Erinnerungen sowie zutiefst beunruhigender Gefühle, die irgendwie miteinander verschmolzen und auf einmal abgespielt werden. Es ist ein zusammenhangsloses Durcheinander. Ich kann kaum erkennen, was ich sehe. Es macht mir bis ins Mark Angst und zugleich ist es irgendwie schön und ergibt für mich Sinn. Gesicht und Körper des Mannes sind bis zur Unkenntlichkeit völlig verzerrt. Wenn ich jemals zuvor gewusst hätte, wer er war, so kann ich es nun nicht mehr und werde es auch nie tun können. Aber in diesem Moment verspüre ich eine überwältigende Welle des Mitgefühls für ihn. Als ob sein Schmerz in meinem eigenen Körper widerhallte. Das Band wird zu einem Kanal für sein Leiden, zu einem Spiegel, der meinen und seinen eigenen Kampf widerspiegelt. Die Fragmente seiner Stimme, die meine Ohren wie Glasscherben erreichen, erzählen von einer angekündigten Katastrophe, die seine Welt genauso wie meine zerstören wird. Inmitten des Chaos herrscht ein Moment unheimlicher Stille. Der Blick des Mannes begegnet mir durch den flackernden und fehlerhaften Bildschirm. Eine flüchtige Erkenntnis, die mir einen Schauer über den Rücken jagt. Er ist sich meiner Anwesenheit jetzt voll bewusst und seine Qual geht über die Grenzen des Bandes hinaus. Und dann, in einem Crescendo aus Wahnsinn und Verzweiflung, bricht das Band abrupt ab. Das abrupte Ende lässt mich nach Luft schnappen und mein Herz klopft in meiner Brust. Die Dunkelheit bleibt bestehen und hallt wie unbeantwortete Fragen und eindringliches Flüstern wieder. Es ist eindringlich und einladend zugleich. Ich muss mich mit den Fragmenten seiner zerstörten Existenz auseinandersetzen und die Scherben seines sich auflösenden Geistes zusammensetzen. Dieser Mann ist jetzt für immer verschwunden. Das Band ist zu einem Portal in die dunkelsten Tiefen unseres Bewusstseins geworden und zwingt uns, uns den Dämonen zu stellen, die darin lauern. Ja, du hast den Film ausgesucht, Mäuschen. Jetzt beschwer dich nicht. Ah. Fürchterlich. Ganz fürchterlich. Sag mal in den Keller? Ich geh mal in den Keller. Oh, nee, warte mal, ich komm aus dem Keller. Bringt das überhaupt was? Gibt's einen Keller hier? Warte mal, da komm ich her. Da komm ich her. Kann ich denn hier vorne durch die Tür wieder gehen? Ja, sie geht auf. Wunderbar. Okay, wir gehen mal weiter. Oh nein. Oh nein, Labyrinth. Oh nein, 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 bitte nein. Was ist los? Bitte nicht. These paintings seems to have been painted by Jessica, but I've never seen them before. Na super. Oh Gott. Was war das? Never seen before. So, wir schauen mal weiter. Oh Gott, deswegen. Ich weiß jetzt nicht, ob wir jetzt ein bestimmtes Bild finden müssen.
Na, mal schauen, wo uns die Tür hinbringt. Hier sind wir am Keller. Oh Gott, es wächst. Es wächst. I can't fathom on what I'm seeing. There's an extremely reposing slime. Okay, ba-ba-ba-ba-ba, haben wir schon. It looks alive. Oh Gott, das wäre... Okay, die Tür ist jetzt weg. Oh Mann, okay. Das ist echt so krass Oh, und wir haben Jessica. Das ist so krass gemacht, das Spiel. Hey, Jesse. She seems to be distracted by something right in front of her. Honey? Did you see the latest paintings I made? Each took an eternity to finish, but I think they turn out perfect. Why did you make them? I don't really know. I just had to. I felt. I was thinking of you and your baby Laura. Our, you know? That's why they took so wonderful. Jessica. Do you remember that question I used to ask you? What does God look like? Yes. What does God look like? Huh? It's funny that you were never religious, but you've always tried to help me understand why we could never truly see him. And I really appreciate that, you know? Honey, I'm sorry for what happened. It was all my fault. I really miss you. But I see him now. I see him and he's beautiful. Do you see him too? I'm sorry, but I don't. Es ist halt die Frage, ist diese schwarze Kugel, soll das Gott sein? Irgendwie diese Sphäre? Okay, pass auf. Na, I'm sorry, but I did not. Bleib bei der Warte. Ich weiß nicht. Nein. Ah, pity. I wish you could see him too. So powerful and astounding and devastating. I feel like tearing my face off, but in the most wonderful way. Was? I've been trying to forgive myself. I don't know if I can let you go. Ja, ich habe versucht, mir selbst zu vergeben und ich... Ich weiß nicht, ob ich dich gehen lassen kann. Ich mach's mal so. Oh, don't worry about me anymore. We have our baby to care now, silly. Do you hear that? She's crying. The poor thing. I shouldn't go check on our little girl. She's probably hungry. Na super. Ich würde fast sagen, ich glaube, dass im Keller soll unser Kind sein. Ich geh mal kurz runter. Ja, und wir hören es schon heulen. Na toll. Okay. Oh, Jessica ist schon hier. Look at you, honey. See? I told your father. You're hungry, aren't you? Don't worry, Laura. Mommy will feed you. Oh, hello, darling. You've been away for a while. You've barely seen her recently, come to think of it. Where have you been? Don't you miss us?
It's so lonely and empty here. And Laura doesn't stop crying for her dad. Of course I miss you. Honey, I think it's time I let you go. Ich bin ja tatsächlich mal kurz hingerissen, irgendwie zu sagen, irgendwie, wir spielen das Spiel jetzt mal mit. Also im normalen Falle würde ich jetzt halt natürlich sagen, weil ich bin halt nicht involviert. Bin ich in seiner Situation. Also kann ich halt sagen, naja, du, es ist Zeit, euch loszulassen. Ja? Das ist natürlich jetzt der erste Impuls, den ich jetzt habe. Aber ich spiele mal mit, of course I miss you. Then I have a wonderful idea. Why don't you join us? Oh, Laura miss you so much and she's so hungry all the time. I really want to satiate her hunger. I can't see her suffering like this. Okay, jetzt kommt die Gretchenfrage. I will join you. I can't join you. I'm so sorry. Warum nicht mal anders entscheiden? I will join you. Oh, I'm so glad, my darling. My, she's so hungry. I go ahead and feed her now. And I'll be waiting for you to join us. She will finally meet her daddy. Okay. Oh, und sie wird jetzt davon aufgenommen. Join your family. Also ich sag mal so, also wenn man mehrere Enden freispielen kann, haben wir jetzt wahrscheinlich, sieht das nach Bad Ending aus. Aber komm, wir machen's. Ever since the incident. Guilt is haunting me. So I built a labyrinth. Where I allowed myself to be lost. Wow, ihr Lieben. Das war The Windows Are Gone. Boah, das muss ich erstmal sacken lassen. Leute, wie es euch gefallen hat und wie eure Meinung zu diesem Spiel ist, würde ich gerne hier unter diesem Video in den Kommentaren lesen. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Und wir sehen uns beim nächsten Projekt wieder. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.